Und herzlich willkommen zurück hier zu einer Runde Limbo mit mir. Ich bin, glaub, ein bisschen weiter, aber auch nicht viel, wo wir aufgehört haben. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier zeige. Mir gefällt es nämlich ziemlich sehr. Oh, jetzt wird es kritisch hier. Volle Action. Oh, weia. Also jetzt wird's kritisch hier. So, hier war es schon mal richtig. Der stürzt ein. Ich muss da drauf. Oh. Hier hoch und alle hopp und bin durch. Nettes Spiel, würde ich sagen. Ist ein geiles Spiel auf jeden Fall. Lohnt sich. Oh nee. Kann ich da einfach durch? Ey, du Fotze! Ey, das war die Fotze. Die wollte mich töten. Die jage ich jetzt erstmal. Oh mein Gott, brennen. Brennende Reifen. Oh nein. Natürlich auch sehr schlau von mir. Sehr schlau, Balu. Balu Golli. Sehr schlau von mir. Ich muss drüber hüpfen. Drüber hüpfen. Oh mein Gott, ich weiß, wie es jetzt geht. So nämlich, ja, ja. So dumm bin ich. Ey, was? Da oben, ne? Die will mich unbedingt killen, Alter. Muss ich erst. Mann, ey, Kacke. Jetzt wird's miserabel hier, was ich euch zeige. Warum kannst du nicht schwimmen? Warum kann er nicht schwimmen? Warum kann mein Limbo nicht schwimmen? Ey. Ach, ich muss mal einen kurzen Cut machen. Bis gleich. So, das war der Cut kurz. Weil ich musste mich mal kurz, hatte komische Lags und jetzt gibt's ja hier mit Action und ein Ball überrollt mich. Boah, war das knapp. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Okay. Okay. Jetzt komm ich. Jetzt komm ich und ficke euch, Mann. Seid ihr ja, siehst. Ich komme. Ich bin der Boogeyman. Ich hole euch. Schon wieder ein Hängender. Da muss ich mich wahrscheinlich schon wieder dran, wa? Du Fotze, du! Mann!
Okay. Gut, das sind natürlich auch kriminell, was die hier machen, die Fotzen. Ey, was soll ich denn machen, ey? Einfach wegrennen vielleicht, das wäre eine schlaue Idee. Ich war schon fast weg. Jetzt habe ich aber verstanden, ey, meine Freunde. Der Boss ist ja nicht so ganz blöd. Ey, was? Ich war doch. Ey, was für ein Inter würde ich jetzt in CS haben? Okay, das war wieder safe von mir. Der vierte Fail hintereinander, glaube ich, meine Freunde. Ich glaube, das wird ein Rekord hier. Ey, was, Alter? Wie soll die Scheiße funktionieren, bitteschön? Ey. Nee, also ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss hier erstmal wieder einen Cut machen und gucken, wie es das funktionieren soll. Weil ich weiß ziemlich nicht, ey, ich weiß gar nicht. Okay, ich hab's jetzt verstanden, jetzt hab ich's verstanden. Aber wie soll ich denn da bei die zwei Bären fallen? Okay. Fail-Versuch Nummer. Okay, Fail-Versuch Nummer 7, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber ihr könnt ja gerne mitzählen, wie viele Fails ich gemacht habe hier in diesem Part. Okay, das war auch keine richtige Idee. Mann, ich habe keine Idee, wie soll denn das funktionieren? Nee, ist auch falsch. Ach, jetzt habe ich es verstanden! OMG. Ah, guck mal. Nach 30 Versuchen habe ich es endlich geschafft. Ey, du Fotze, du. Krass, Alter, ich dieses Spiel. Oh nein. Oh fuck, was muss ich machen? Okay, das ist nicht das. Ist nicht richtig. Einfach wegrennen wahrscheinlich. Nee, ist auch nicht richtig. Was muss ich da machen jetzt? Ist der Endgegner sozusagen hier. Ein bisschen Brain einschalten. Ich hab das Brain eingeschaltet. Lauf! Lauf, Limbo! Lauf, du Schlampe! Okay, jetzt wird's knapp. Okay, jetzt wird's kritisch. Okay, er hat mich. Oh, muss ich das... Oh, der hat mich aufgespießt. Kann man nicht als Dönergrillen benutzen. Als Dönerspieß. Oh, das war's schon. Meine Freunde. Ihr hört ihr meinen Wecker? Okay.
Okay, ich komme hier aber auch nicht mehr weiter. Okay, er hat mich. Gut, meine Freunde. Ich werde sagen, jetzt ich bin raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Limbo vs. Balogolli. Und ich bin raus.